Heute haben wir ein Jubiläumsmodell dabei. Sieht man hier schon, 65 Jahre Edition. Es ist der LMC 493K. K steht für Kinderbetten. Und wie es üblich ist für ein Jubiläumsmodell, hat er auch einiges an Sonderausstattung dabei. Aber jetzt erzählt Philipp erstmal was über die Baureihe. Ja, ganz genau. Der Style ist ja im Grunde noch so eine Art Einsteiger, familienfreundlicher Grundriss, der aus der Erwin Hümer Group kommt. Heißt, es gibt ganz viele Überschneidungen mit dem Bürstner Premio und dem Detlef und Detlefs Modellen. Unterhalb gibt es bei LMC jetzt den letztjährig eingeführten Sassino als Budget-Einsteiger und direkt darüber ist der Vivo platziert. Die Gesamtlänge sind 7,16 Meter. Er hat die Standardbreite von 2,30 Meter. In dem Fall sind jetzt 2,32. Also einfach ein schöner, familienfreundlicher Caravan, der in dieser Modellgeneration sogar die 1700 Kilo zulässige Gesamtmasse mitbringt und somit jede Menge Platz für Zuladung hat, da er fahrfertig 1214 Kilo wiegt. Fangen wir hier vorne an. Hier sieht man schon direkt, hier ist eine Deichselabdeckung vorhanden. Die gibt es normalerweise nicht serienmäßig. Die ist beim Jubiläumsmodell mit drin. Wer sonst haben will, kann sie in dem Basic-Paket mitkaufen. Hier vorne ist soweit alles Standard. Wir haben eine Anti-Schlinger-Kupplung, ein normales Stützrad ohne Stützlastwaage und eben die bekannten Komponenten. Die Gaskastenklappe schwingt hier normal auf. Öffnet aber relativ weit, was den Zugang extrem erleichtert. Also man kommt überall gut dran, man hat eine schöne tiefe Öffnung und auch die Konstruktion von dem Gaskasten, ja, ist durchaus solide. Wir haben hier dieses Riffelblech als Boden eingefügt. Der Abwassertank ist im Jubiläumsmodell auch enthalten. Das einzige Manko, was ich feststellen musste, ist, dass wenn man die Gasflasche, so wie sie jetzt drin steht, verbindet, dass der Schlauch hier mit dem Dämpfer scheuert und hier auch mit der Mutter in Konflikt kommt. Das heißt, da muss man eben speziell darauf achten, dass man die noch mal ein paar Grad dreht, dass es hier eben nicht zur Kollision zwischen Schlauch und dem Verriegelungsmechanismus kommt. Ansonsten, der Reserveradhalter ist hier auch schon mit drin. Das Reserverad muss man sich dann noch mal selbst besorgen. Und ja, eigentlich im Grunde alles Standard für zwei Flaschen ausgelegt. Hier ist noch die Tabelle für den Reifenluftdruck, die kann man dann hier ablesen. Und ja, das ist auch schon vom Gaskasten. Gehen wir weiter zur Seite. Ja, hier an der Seite sehen wir direkt unter dem Elternbett im Bug, was wir nachher drin sehen werden, gibt es einen großen Stauraum und eine entsprechend große Ladeklappe im Jubiläumsmodell. Die ist super konstruiert, weil sie hier nicht am Boden aufsetzt und trotzdem jede Menge Platz zum Einladen bietet. Hier drin die Heißluftführung, die Rohre, die sind gut geschützt. Und hier sind sogar noch ein paar Löcher drin, dass hier eben die warme Luft aus den perforierten Rohren auch das Bett von unten wärmen kann, wenn es eben mal kälter ist. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, das Ganze hier mit dem aufstellbaren Bett zu beladen. Aber von außen ist eben auch eine richtig schöne große Klappe vorhanden. Kommen wir kurz zur Außenhaut selbst. Da geht LMC den Weg und macht Bug, Dach, Heck und Boden aus GFK. Der ein oder andere wird es kennen, LLT, Long Life Technologie, war immer das Stichwort bei LMC. Da ging es darum, dass der Aufbau weitestgehend holzfrei ist. Da hat sich dieses Jahr einiges geändert. Und zwar wurde LLT auf die Bodengruppe reduziert. Heißt, wir haben immer noch den GFK-Boden, aber hier der Wandaufbau hat sich grundlegend verändert. Hier drunter ist jetzt ein ganz konventioneller Aufbau mit Styropor und Holzfachwerk. Anstatt von feuchtigkeitsresistentem XPS-Schaum und PU-Leisten. Für den Kunden, ja gut, es wird letztendlich auf lange Sicht ein Stück weit Auswirkungen auf die Haltbarkeit haben, aber man kann auf jeden Fall sagen, die 12 Jahre Garantie, die es als Dichtigkeits bei LMC gibt, die bleiben erhalten. Beim Jubiläumsmodell haben wir eine Aufbautür, die direkt mit Fenster und Mülleimer kommt. Recht schick gehalten, funktioniert gut. Und als Highlight weiß lackierte Alufelgen in Serie.
Ansonsten hier ganz klassisch der Stromanschluss. Wir haben uns, müssen uns ein bisschen helfen, weil wir hier keinen Landstrom haben. Haben da den Akkupack genutzt. Und hier hinten haben wir einmal den Stauraum vom Etagenbett im Heck. Auch hier wieder eine große Klappe, sodass man gut drankommt. Und hier blickt man auch schon auf das untere der beiden Kinderbetten. Das lässt sich für den Transport einfach aufstellen, hier mit Riemen sichern. Und dann passt hier sogar das ein oder zwei Kinderfahrräder gut rein. Kleine Anmerkung, die wir häufiger machen. Die Positionsleuchten wären natürlich hier unten im Kunststoff noch mal ein Stück besser aufgehoben, weil sie dann eben den Aufbau nicht verletzen und hier potenzielle Schwachstellen fürs Eindringen von Feuchtigkeit liefern. Hier am Heck fällt natürlich sofort das große Fenster auf, das für Licht und Luft in den Kinderbetten sorgt. Und natürlich wie alle anderen Fenster auch vorgehängt ist. Dann haben wir hier zwei massive Rangiergriffe. Damit kann man den Caravan wirklich gut in die Parzelle buxieren. Das funktioniert sehr schön. Man erkennt auch nochmal die GFK-Struktur sehr deutlich von Rückwand, Dach und Front. Was so ein bisschen kleiner Kritikpunkt ist, der Heckleuchtenträger ist komplett einteilig. Das heißt, wenn man mal irgendwo hängen bleibt, dann müsste man im Prinzip das ganze Teil austauschen, wenn man es nicht irgendwie flicken möchte. Die Rückleuchten sehr groß gehalten. Man sieht hier auch schon die Möglichkeit, dass man LED-Laufblinker optional bestellen kann. Aber dieses Modell hat noch einen ganz herkömmlichen Halogenblinker, wie man es halt so kennt. Dann haben wir oben eine sehr schön ausgeprägte Regenrinne, die das Wasser, was vom Dach runterläuft, schön auffängt. Aber sie ist etwas zu kurz geraten. Das ist ein Problem bei vielen Caravans und Wohnmobilen und Reisemobilen. Dann das Wasser läuft dann hier runter, tropft an dieser Kante ab und trifft genau auf den Heckleuchtenträger und macht dann dieses Geräusch. Das kann einen in den Wahnsinn treiben. Also hier ein Stück länger, dann wäre das Problem gelöst. Aber wie gesagt, das Problem gibt es bei einigen Fahrzeugen. Ansonsten sieht man nochmal hier den Aufkleber, 65 Jahre. Man sieht, was für ein Fahrzeug man hat. Das war das Heck. Und hier an der Seite geht es weiter mit dem nächsten Fenster. Das ist für das obere Etagenbett. Man sieht auch schon, wenn man reinschaut, hier ist eine Absturzsicherung angebracht, dass kleine Kinder hier nicht rausfallen können. Weiter geht's mit dem Toilettenschacht. So, und was man hier auch ganz deutlich erkennt, also so wirklich abgedichtet ist hier nichts. Also wenn man mal beim Putzen, wenn was daneben geht oder mal tatsächlich die Kassette undicht ist, dann geht der ganze Schmutz irgendwo in die Tiefen des Aufbaus. Weiter geht's hier noch der Frischwassertank, 44 Liter fasst er. Und das Besondere ist, er hat auch eine Fahrstellung, wo man das Gewicht reduzieren kann, aber ich sag mal, bei 1700 Kilo zulässigem Gesamtgewicht und etwas über 1200 fahrfertig, sollte es mit der Zuladung keine Probleme geben. Dann haben wir hier noch ein großes Fenster an der Sitzgruppe und hier nochmal ein Fenster fürs Schlafzimmer. Und das war's von draußen, jetzt geht's rein. Ich habe hier schon mal im Bug Platz genommen, im Elternbett. Das ist 1,35 breit und ja, relativ lang, weil es die ganze Breite des Innenraumes ausnutzt. Also man sieht, ich bin ungefähr 1,87 groß und habe hier tatsächlich noch jede Menge Platz. Also von den Abmessungen her ist es wirklich eine schicke Sache. Geschlafen wird im LMC-Jubiläumsmodell auf einer Kaltschaummatratze. Die ist zwar nicht besonders dick, das sind hier ungefähr 10 cm, aber dafür gibt es hier einen schönen Unterbau mit einem Lattenrost, wo die Latten oberhalb des Rahmens liegen und eben auch flexibel sich noch ein Stück bewegen können. Wie wir hier schon sehen, das Öffnen vom Bettstauraum klappt super locker einhändig, weil hier zwei starke Hydraulikdämpfer verbaut sind, die das Bett offen halten zum Beladen. Sollte es hier nicht durchpassen, hat man natürlich noch die große Außenklappe, die wir vorhin schon gesehen haben. Hier hat man einmal die Verkleidung im Stil der Möbel und hier hinten eine breite Ablage für Bücher, Gute-Nacht-Lektüre oder aber eben das Smartphone. Das passt hier alles wunderbar hin. Das Einzige, was ich hier ein bisschen vermisst habe, ist tatsächlich eine Steckdose oder eine andere Lademöglichkeit. Was mir dazu einfällt, hier sind die Leselampen in Form von diesem Schienensystem verbaut. Die kennt man von Nomadic, die kann man
flexibel versetzen, wie man sie braucht. Und da gibt es tatsächlich auch ja, im Zubehörhandel passende USB-Ladedosen, die man eben auch hier in der Leiste einklinken könnte. Ab Werk gibt es hier leider keine Lademöglichkeit. Da ist es, wie gesagt, ein kleines bisschen schade. Licht gibt es hier jede Menge. Am Kopf- und Fußende eben auch Belüftungsmöglichkeiten. Grundrissbedingt fehlt natürlich ein bisschen die Abtrennung zum Wohnbereich. Da haben wir hier weder Vorhang noch Faltrolle noch sonst irgendwas. Ganz kurz zum Möbelstil. Was hier auffällt, ist der Trend zu richtig großen Klappen. Und zwar sieht man ja schon, quasi die ganze Breite wird von nur einer Klappe überspannt. Wenn wir da dahinter schauen, sehen wir, dass jeweils eine Klappe zwei Bereiche überdeckt. Was aber hier im gesamten Bereich fehlt, sind Einlegeböden, um die eben noch mal ein Stück effizienter nutzen zu können. Ebenfalls in meinen Augen nicht ganz optimal gelöst sind die Ecken hier, weil hier kommt man sehr schwer ran und wenn hier hinten irgendwas verrutscht, das ist klassische Sockenfalle, da kommt man nie wieder dran. Zu den Verriegelungen, hier haben wir ganz einfache Kunststoff-Hakenschnepper, die hier einrasten und eben die ganze Klappe geschlossen halten. Das ist nicht sonderlich stark in der Zuhaltekraft. Da tun die Scharniere noch ein bisschen was dazu, aber insgesamt dürfte es hier ruhig eine stärkere Verriegelung geben. Kommen wir zur Sitzgruppe. Man sieht hier eine klassische Dinette für vier Personen, wobei man sagen muss, es sind zwei Erwachsene, zwei Kinder, passt ja auch zum Grundriss. Erwachsene sollten außen sitzen, weil wenn sie innen sitzen, stoßen sie mit den Beinen hier an diese Stufe. Das ist dann doch etwas unbequem. Deswegen Erwachsene draußen, Kinder drinnen. Dann kann man hier am Tisch essen, der ja, stabil steht, auch von der Breite groß genug ist. Und man kann ihn natürlich auch in der Länge verschieben, je nachdem, wer näher dran sitzen muss. Der Tisch hat dann die zweite Funktion. Man kann ihn dann zum Bettumbau nutzen. Da ist hier die nächste Schiene zum Einhängen. Dann klappt man hier einfach das Tischbein um und damit ist das der Unterbau des Umbaubettes. Wir haben hier oben ein großes Dachfenster. Das gehört auch zur Jubiläums-Edition. Kommt viel Luft rein, man kann es aufstellen. Es kommt auch viel Licht rein. Der Rahmen, Baldachin mit LED-Beleuchtung ist auch schön gemacht. Man hat hier die Hängeschränke, wo wirklich sehr viel reinpasst, auch hier in der Mitte einmal getrennt, damit das Zeug nicht kreuz und quer durch die Gegend fliegt. Und hier hinten ist dann auch die Steckdose für den Fernseher, 12 Volt, Antennenanschluss und 2x 230 Volt. Also da kommt man gut mit zurecht, kann man auch Handy laden, hier reinlegen, das ist gut. Die Leuchten, die man vorne schon gesehen hat, gibt es hier natürlich auch. Und hier hinten nochmal ein paar Ablagen für Kleinigkeiten. Nein? Das funktioniert soweit. Für den Grundriss zwei Erwachsene, zwei Kinder ist das komplett ausreichend dimensioniert. Kommen wir zur Küche. Hier fällt zuallererst auf, dass die Beleuchtung, die Hauptbeleuchtung hier in diesem Fahrzeug, über diese Schalter geregelt wird, die irgendwie alle unbeschriftet sind, was da definitiv ein bisschen Eingewöhnung braucht, weil es hier immer so ein bisschen Rätselraten ist, welches Licht worauf reagiert. Jetzt haben wir hier den großen. Der schaltet hier eine Lichtleiste ein, die sich über die komplette Breite erstreckt. Das gibt abends tatsächlich ausreichend und gutes Licht, um hier zu kochen. Thema Kochen. Wir haben hier einen Dreiflammkocher, der mit einer Zündhilfe versehen ist. Das heißt, da muss dann nicht mal mit dem Feuerzeug rumhantiert werden. Und eine tiefe und gut nutzbare Spüle. Hier daneben gibt es eine schmale Abstellfläche. Da würde wahrscheinlich eine schmale Kaffeemaschine ganz gut hinpassen, die dann hier mit Strom versorgt wird. Und ja, zum Thema Stauraum, da haben wir hier drei große, breite Schubladen. Die Gassperrhähne griffgünstig in der obersten. Und man muss sagen, hier mit Pushlock-Verriegelung, die greifen hier oben in so eine Leiste rein. Das heißt, die sind bombensicher verriegelt. Im Oberschrank das gleiche Bild wie im Wohnraum. Eine breite Klappe reicht hier und auch hier die Unterteilung. Hier ist ganz schön, dass man tatsächlich dann an den Zwischenboden gedacht hat, der uns bei auf der anderen Seite fehlt. Im Gegensatz zu den anderen Klappen ist auch hier ein stabilerer Haken. Das heißt, wenn das eingerastet ist, das bleibt auch während der Fahrt sicher zu. Hier drunter, der letzte Teil der Ablage ist hier so ein kleines zweigeteiltes Fach, wo Kleinkram ganz gut unterkommt. Eine Besonderheit hier im Jubiläumsmodell ist der Kühlschrank. Vielleicht ist einigen schon aufgefallen, dass die so bekannten Lüftungsgitter auf beiden Seiten fehlen.
was darauf schließen lässt, dass hier im Jubiläumsmodell ein Kompressorkühlschrank verbaut ist. Das hat den Vorteil, dass er innerhalb von 2 Stunden schon spürbar runterkühlt, man ihn sehr schnell nutzen kann und sobald er eben eine Stromquelle zur Verfügung hat, auch unabhängig von der Außentemperatur sehr, sehr gute Kühlleistung erzielt. Kleiner Nachteil beim Kompressor ist, dass man ihn eben mehr hört als jetzt ein Absorber im Betrieb. Dafür gibt es hier eine Nachtabsenkung. Da wird der Kompressor nochmal ein Stück weit gedrosselt und gebremst, sodass dann eben das Geräuschniveau auch nochmal etwas gedämpft wird. Direkt hinterm Kühlschrank angeschlossen geht es ein bisschen enger zu. Das liegt daran, dass wir auf der Seite hier das Bad haben. Und auf der Seite vor den Kinderbetten im Heck befindet sich der Kleiderschrank. Der ist ja groß genug, um hier Jacken aufzuhängen, ohne dass sie unten schleifen. Auch breit genug, dass sie hier nicht an der Wand knautschen. Das ist eigentlich sehr schick gelöst. Hier läuft auch der Abluftkamin von der Heizung durch, die hier unten positioniert ist. Das heißt, hier wird es auch, wenn die Heizung läuft, relativ schön warm, dass die Jacken nochmal entweder vorgewärmt sind oder eben ein Stück weit trocknen können. Nicht ganz optimal gelöst, aber halt dem Raumkonzept hier geschuldet, ist die Position der Heizung. Jetzt weiß man ja, dass diese Heizung im Betrieb auch mal schön warm werden können. Und in dem Zuge ist es natürlich nicht optimal, die in so einem engen Durchgang hier direkt am Kinderbett zu haben. Deswegen nicht optimal, aber rein vom Platz her halt auch nicht so wirklich anders möglich. Hier drüben kommen wir zur angesprochenen Garderobe. Das ist die Hauptgarderobe und da ist es wirklich charmant gelöst, dass man hier bei einem Familiengrundriss mit Kinderbetten auch daran gedacht hat, hier unten 2 Haken zu positionieren, dass hier eben die Kinder ihre Jacken separat aufhängen können. Und hier im Heck sind auch die Kinderbetten. Ich habe mal auf dem unteren Platz genommen, weil das obere ist nur bis 80 Kilo zugelassen. Da bin ich leicht drüber. An sich ganz schön gestaltet. Man hat hier auch die gesamte Wagenbreite Platz. Hier ist, glaube ich, im unteren Bett sogar noch etwas mehr Platz als da vorne, weil hier die Hinterlüftung etwas schmaler ausfallen. Hier haben wir am Kopfteil schöne kindgerechte Leuchten mit Nachtlichtfunktion und USB-Ladedose. Also das, was am Elternbett fehlt. Und auch diese schönen Stofftaschen wie an der Sitzgruppe, dass man hier die Zeitung unterbringen kann. Weiterer Vorteil gegenüber dem Schlafplatz im Bug. Hier kann man zumindest ein wenig Privatsphäre erzeugen, indem man hier einfach den Vorhang zumacht, auch wenn der natürlich hier unten nicht so ganz schließt. Gerade kleinere Kinder sollte man hier unten im Bett trotzdem nicht unbeaufsichtigt lassen, weil es hier für dieses große Heckfenster keinen Herausfallschutz gibt und es hier 1,20 Meter in die Tiefe geht. Fürs obere Bett braucht man natürlich eine Leiter. Die ist hier während der Fahrt unter der Matratze ganz gut aufgehoben. Es ist allerdings etwas friemelig, die hier rauszubekommen, weil der Durchgang eben relativ schmal ist. Der schmale Durchgang behindert einem auch ein wenig dabei, hier das Bett zu beziehen, weil es eben genauso breit ist. Das heißt, man klettert hier hoch und muss sich dann hier ganz schön strecken. Bei kleineren Personen kann das schon schwierig werden. Das obere Bett hat hier eine kleine Luke zum Belüften und an der linken Fahrzeugseite ein Ausstellfenster. Allerdings ist der jetzt auch gerade für die Eltern nicht so einfach zu erreichen, weil hier eben 2 Riemen eingeklickt werden müssen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ob geschickte Kinderhände nicht in der Lage sind, diesen Herausfallschutz einfach zu lösen. Meiner Meinung nach wären hier entweder ein paar Stangen oder eine Wegbegrenzung für das Ausstellfenster die bessere Variante, weil sie auch eben einfacher in der Handhabung sind. Den 2. Herausfallschutz findet man hier unter der Matratze. Der wird hier an der Decke eingehängt, sodass hier eben auch nochmal eine Sicherheit besteht, dass beim Schlafen hier niemand rausfällt, wobei der Gang tatsächlich relativ schmal ist. Von der Ausstattung lässt sich sagen, auch hier gibt es am Kopfende eine Lampe und besagte Tasche für Gute-Nacht-Lektüre etc. Oder halt das Lieblingsspielzeug. Und weiter geht's mit dem Badezimmer. Und wie man sieht, ich fülle es gut aus. Also es ist dann doch jetzt kein, ja, wie sagt man, Wohlfühloase. Aber es hat alles, was man braucht. Die Toilette, da muss man sich so ein bisschen reinfalten. Aber Sitzposition ist gut. Allerdings, da mache ich mal die Tür zu, Moment. Ja doch,
das geht. Man hat hier noch einen Unterschrank, kann man irgendwelche Sachen reinpacken. Lichtschalter, großer Spiegel, hier oben noch zwei Oberschränke für die Sanitärartikel. Da passt also auch alles rein. Aber ja, ich sag mal, am Campingplatz gibt es ja schöne Waschhäuser in der Regel. Die würde ich diesem Bad auf jeden Fall vorziehen, weil zum Beispiel am Waschbecken zum Zähneputzen, ich komme mal kurz hier raus, wenn ich hier runter will an Wasserhahn, stoße ich entweder an den Spiegel, stoße an die Tür. Also es ist wirklich, ja, es ist da, aber am Campingplatz, Waschhaus, finde ich es persönlich schöner. Ah, Moment, es gibt auch ein Duschpaket für 540 Euro. Duschwanne, Duschvorhang, kann man hier duschen, aber mehr Platz hat man trotzdem nicht. Ja, mit dem 493K hat LMC ein wirklich schönes Jubiläumsmodell auf die Beine gestellt, was für Familien ja definitiv ein spannendes Paket bietet. Wichtig ist ja, dass man viel unterbringt, und da ist man mit den zwei großen Stauräumen samt Klappen wirklich gut versorgt. Was mir gut gefällt, zudem ist dieses riesen Dachfenster, was es da in Serie gibt, weil es so dem Wohnbereich einfach viel Tageslicht gibt und das Ganze ein bisschen offener wirken lässt, was es ja im Grunde nicht ist, weil im Heck geht es ja dann doch relativ eng zu. Was hat dir denn gut gefallen? Also du hast ja schon erwähnt, es gibt große Stauräume, und das Schöne ist, du hast auch kein Problem mit der Zuladung, weil fahrfertig 1214 Kilo, Gesamtgewicht 1700, zulässig, also da kriegt man schon einiges rein. Mir persönlich weniger gut gefallen hat, aber das ist natürlich Geschmackssache, das Holzdesign innen. Ich finde, das wirkt schon etwas bieder. Ich finde, so ein Familiengrundriss könnte ruhig ein bisschen frischer ausschauen, aber das ist natürlich Geschmackssache. Den Preis müssen wir noch erwähnen, 19.990 Euro mit 19% Mehrwertsteuer. Aktuell haben wir ja 16%, dann kostet er 19.490. Genau, dann spürt man es endlich mal. Da spürt man es endlich mal ein bisschen. Und ich würde sagen, ja, für Familien nicht schlecht. Ja, im Grunde ist es ja das Vorjahresmodell, wo einfach die wichtigsten Pakete mit drin sind, und das zu einem interessanten Basispreis. Super, super gemacht. Einzig, was ein bisschen schade ist, wie gesagt, dass LLT jetzt nicht mehr in den Seitenwänden und im Aufbau ist, sondern nur noch im Boden. Aber letztendlich, wie gesagt, 12 Jahre Garantie bleiben ja erhalten. Von daher insgesamt eine runde Sache. Genau, und den ausführlichen Test gibt es in der Caravaning 920. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert uns, und dann sehen wir uns demnächst.